Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwoch, dem 4. April, zwischen Eder-Brinkhausen und Fürmünden. Nach ersten Erkenntnissen der Frankenberger Polizei befuhr der 57-jährige Fahrer eines Traktors einen Wirtschaftsweg zwischen Frankenberg, Fürmünden und Vöhl-Eder-Brinkhausen. Als er an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn. Für den Traktorfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, auch die Fahrgäste blieben unverletzt und wurden mit einem Bus weiter nach Frankenberg gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, man redet aber von Summen im sechsstelligen Bereich. Die ersten Ermittlungen zum Unfallhergang führte die Polizei Frankenberg. Durch die Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die Bahnstrecke ist seit dem Unfall gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. Die Ermittlungen an der Unfallstelle wurden durch die Bundespolizei unterstützt. Ebenso war vor Ort das THW mit dem Gleisaufbauzug aus Korbach.